So, hallo, da ist der Shepard und der Shepard macht ein kurzes Startvideo für Mass Effect 2, was er dann irgendwann mal auf seinem Kanal laufen hat. Man kann hier automatischen Stufenaufstieg einschalten. Ist bei mir fast sinnig, weil, was auch immer, ob das ein Bug ist, ich kann es nicht selber einstellen. Ich kann euch das nochmal zeigen. Ich kann das dann auch so manuell machen mit dem automatischen. Untertitel anzeigen. Nein, 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 eigentlich nicht. Gruppenkräfte nutzen, ja. Automatisch speichern, ja. Weiter. Gut, ich glaube, jetzt geht's auch schon los. Dann lasse ich euch mal kurz allein.
So, nochmal. Das ist, klappt ja schon hervorragend am Anfang. So, wir sind jetzt mitten im Spiel. So halb. Ihr habt gesehen, wir hatten hier diese Auswahlmöglichkeiten, wo ich nach, also immer noch nicht ganz verstehe, manchmal die Sätze, die die wollen, also was man da dann für, was man dann so macht. Das ist eigentlich auch gerade viel zu laut. Oh, warte mal, ich muss da leiser machen, ich Idiot. Okay, das ergibt Sinn. So, Treppe hoch, wir suchen, nehme ich mal an, jetzt unseren Freund hier. Ja, offener Weltraum, sieht geil aus. Hört man nichts, habe ich mir schon sagen lassen, dass man auf dem Mond so ziemlich gar nichts hören würde. Das haben wir auch schon mal sehr schön in Andromeda gesehen, auf diesem Asteroiden. Das habt ihr noch nicht auf meinem Kanal gesehen, aber vielleicht habt ihr schon mal gesehen. Kommen Sie, Joker! Wir müssen hier raus! Nein, ich lasse die Normandy nicht im Stich! Ich kann sie immer noch retten! Die Normandy ist verloren. Wir müssen aber nicht gemeinsam untergehen. Ja, okay. Helfen Sie mir auf. Die Stimme kennt er, die ist auch immer noch die gleiche. Das ist auch ziemlich cool. War im ersten Teil einer der einzigen, von denen ich die Stimmen mochte. Oder die professionell anhören. Ja, da hat der gute Joker uns Kopf und Kragen gekostet quasi. Mass Effect 2. Trademark. Welches ich schon nach dem Intro lieber mag als das ganze erste Spiel. Und ich glaube, ich halte meine Schnauze. Es geht nämlich noch ein bisschen weiter hier mit dem Intro. Shepard wurde geboren. Das Lazarus-Projekt läuft wie geplant weiter. So, das ging ja schnell. Ich habe mich nie darum gekümmert, ob der wirklich John heißt. ich habe ihn im Spielverlauf habe ich nicht mitgekriegt, ob ihn überhaupt jemand John genannt hat. Von daher weiß ich es nicht. Wir nennen ihn ich möchte nicht, dass der so heißt. Nee, lass mal. Wir nennen ihn John. Ja, Schnellstart. Männlich, individueller männlicher Charakter, Schnellstart.
Charakter. Wenn er schon ist, dann lassen wir ihn halt so aussehen, wie er ist, weil im Prinzip interessiert mich der Charakter sowieso nicht groß. Jeder Folge geben Ihnen Zugriff auf folgende Bonuskräfte. Wählen Sie eine. Ja. Das sind wahrscheinlich welche, die ich in meinem normalen, privaten Walkthrough freigeschaltet habe, so wie ich das verstehe. Ich weiß nämlich nicht mehr, ob ich das am Anfang aussuchen konnte, als ich das erste Mal gespielt habe. Deswegen fällt mir auch sehr schwer aus, aber ich nehme Energieentzug, denn den benutze ich auch in, habe ich auch schon in Andromeda gerne benutzt. Ich hoffe einfach mal, dass ich das richtig mache gerade. Ja, wir bestätigen das. Irgendwas stimmt nicht. Er reagiert auf externe Stimuli. Er nimmt seine Umgebung wahr. Oh Gott, Miranda. Ich glaube, er wacht auf. Wilson, er ist nicht so weit. Geben Sie ihm das Beruhigungsmittel. Shepard, nicht bewegen. Einfach liegen bleiben. Ganz ruhig. Herzfrequenz steigt. Gehirnaktivität mit vollem Ausschlag. Die Werte sind gleich im roten Bereich. Es funktioniert nicht. Noch eine Dose, sofort. Herzfrequenz sinkt. Werte gleich wieder im normalen Bereich. Das war zu knapp. Wir hätten ihn beinahe verloren. Ich hab doch gesagt, Ihre Schätzwerte sind falsch. Rechnen Sie es nochmal. Gut, die Pistole haben ein Thermomagazin in der Pistole. Wir gegriffen. Wir besorgen Ihnen ein Magazin aus. Oh, verdammt. Ja, wir können in Deckung gehen. Kopf runter, Shepard. Schützen Sie sich vor der Explosion. Wir sollten sogar in Deckung gehen. System, um Sie zu töten. Suchen Sie ein Thermomagazin für Ihre Pistole. Ja, ich glaube, da vorne liegt eins. Ja, das Spiel gibt uns jetzt eine kleine Einleitung. Das kennt ihr, das ist auch normal so und das ist auch richtig so. Die Tür ist verschlossen. Warum denn nur? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Das ist noch viel schlimmer. Ah, jetzt ist die Tür nicht mehr verschlossen. Sie okay. Sie haben anscheinend eine Barrikade errichtet, um die Max aufzuhalten. Gut. Achtung! Weiter, wir müssen sie zu den Shuttles bringen. Headshots sind am Anfang hier ziemlich gut und ziemlich einfach, später aber irgendwie gar nicht mehr. Da treffe ich kaum noch Köpfe, egal was ich mache. Es sei denn, ich nehme die Sniper. Shepard, Sie nähern sich Ihrer Position. Suchen Sie sie, gehen Sie kein Risiko ein. Bleiben Sie in Deckung, während Sie die Max ausschalten. Mach ich. Unterwerfen. Wenn man dann denken, jetzt ich spiele auf easy, ne? Aber das heißt nicht, dass das die ganze Zeit sehr einfach sein wird, glaub mir. Ich werde meine Toten so aussterben. Das ist eine ganz merkwürdige. Gute Arbeit, Shepard. Was? So ganz merkwürdige Szenen, wo du dann wirklich richtig am Arsch bist trotzdem. Also da braucht ihr euch keinen Stress. Ich bin aber bei jedem Mass Effect-Spiel auf easy, als ich das erste Mal gespielt habe. Gestorben. Also es hat trotzdem Stellen, wo du kämpfst und kämpfst und kämpfst und das bringt nichts. Ich bin gespannt natürlich aufs dritte und ich bin gespannt, wie mir das jetzt beim zweiten Mal hier gefällt. Neue Verstärkungen in Ihre Richtung unterwegs. Nehmen Sie der Leiche des Sicherheitsoffiziers den Granatwerfer. Ja, habe ich. Ja, den muss ich glaube ich so einstellen. Erstmal manuell. Wir wurden entdeckt. Fahren
komme jetzt ja auch wahrscheinlich zum Reden. Ja, das ist. Ich komme jetzt hier nicht so wirklich zum Reden, weil das ist jetzt halt, wie gesagt, Intro, da wird dir alles erklärt und gelabert. Gut, gehen wir erstmal hier rein, weil Tür ist offen. Oh. Keine Explosion, gut. Explosionen ziehen einen nämlich nebenbei auch eine Kleinigkeit ab. Aber wir müssen hier, glaube ich, was zum Lesen haben und zum Hören. Die Kosten dieses Projekts sind astronomisch. Bisher über 4 Milliarden Credits. Aber niemand scheint es zu interessieren, dass wir das Budget überschritten haben. Ich weiß ja nicht, woher der Boss so viel Geld nimmt. Er ist vielleicht auch besser so. Ich würde mir nur wünschen, dass er hin und wieder mal ein Sümmchen in meine Richtung schiebt. Gut. Das Subjekt macht nur langsame Fortschritte, scheint sich aber zu erholen. Die zentralen Organe funktionieren wieder und es gibt Anzeichen von rudimentärer neurologischer Aktivität. Um den Prozess zu beschleunigen, sind wir von simpler Rekonstruktion der Organe zu biosynthetischer Fusion übergegangen. Die ersten Resultate sind vielversprechend. So, bevor es wieder laut wird, wir machen das genauso gewohnt wie aus meinem Andromeda-Walkthrough und aus meinem Mass Effect 1 Walkthrough. Wir nehmen alles mit. Wir werden jedes Gespräch anhören, wir werden jedes Ding lesen, was wir finden. Also wir lassen nichts aus, ja? Das sind die vier Spiele, die bis jetzt gibt, sind RPGs und deswegen ist das wichtig, finde ich. Oh. Sie wissen vermutlich mehr als ich. Stimmt. Tut mir leid. Ich heiße Jacob Taylor. Ich bin hier stationiert seit... Feinde entdeckt. Scheiße. Es muss schlimmer sein, als ich dachte, wenn Miranda sie hier rumlaufen lässt. Ich sag Ihnen alles. Aber erst sollten wir sie mal zum Shuttle bringen. Aber Befehl ist satt. Warum greifen Sie an? Was ist mit den Max? Sicherheit. Normalerweise kämpfen sie für uns. Jemand muss sie gehackt haben. Das ist eigentlich unmöglich, außer man hat Zugriffsrechte. Wir müssen sie hier rausbringen, Shepard. Es ist ihre Station, Jacob. Ich folge ihnen. Schritt 1. Wir erledigen diese Dreckskerle aus Metall. Wir haben zwar kaum noch Thermomagazine, aber ich bin Biotiker. Geben Sie einfach Befehl, wenn ich auf irgendwas mit der guten Munition schießen soll. Okay. Das ist etwas, was wir nachlesen können. Ich habe übrigens die anderen Antworten da eben ausgelassen, weil die werden wir sowieso erklärt bekommen. Und er würde nur sagen, ich habe jetzt keine Zeit, wir müssen kämpfen. Also, ne, nicht wundern. So, wenn nicht was von der Gutmunition, heben Sie Feinde hoch und machen Sie hilflos, während sie auf sie zuschweben. Und dann können wir noch, die Waffe benutzt bereits diese Munition. Also er hat die Feuerschuss schon eingeschaltet. Ja, alles gut. Ja, wir... Okay. Sind Sie bereit, von dieser Station zu verschwinden? Bevor wir irgendwo hingehen, brauche ich ein paar Antworten. Sicher. Was möchten Sie wissen? Ja, hier haben wir jetzt wieder vier Sachen. Fünf Sachen, meine ich. Die werdet ihr schön alle hören. Ich sage mal vorweg, weil wir gerade bei ihm sind. Jacob ist hier eigentlich mein Lieblingscharakter von den Leuten, die wir kriegen können an unserer Seite. Leider, wie im ersten Spiel auch schon... und das nicht missverstehen. Schlecht gewählte Stimmen. Ihr habt gerade gehört, der hört sich eher an wie der Cyril Sneer aus, als die Tiere den Wald verließen. Und ich bin mir sicher, die englischen Stimmen, das würde sich wesentlich cooler anhören. Das Problem ist bloß, ich möchte euch wenigstens, wenn es im dritten genauso ist wieder, dann werde ich im dritten auf Englisch spielen, aber das wollte ich jetzt nochmal so auf Deutsch versuchen für euch. Sind im Gegensatz zum ersten Teil auch sehr, sehr gute Sprecher bei. Leider passen die teilweise nicht. Also ich finde, unser guter Shepard hier, der wird diesmal von Erik Scheffler gesprochen, den kennt ihr ja alle. Ist auch ein Theaterschauspieler, also der hat's drauf. Aber ja, die Stimme von ihm hört sich genauso alt an, wie er quasi ist und Shepard nicht ist.
Also, ja, egal. Was ist Ihre Aufgabe hier? Kommt drauf an, wen Sie fragen. Eigentlich bin ich Mirandas bester Lieutenant. Aber offiziell bin ich nur ein Soldat. Ich habe vorher 5 Jahre bei der Allianz gedient. Jetzt bin ich zuständig für die Sicherheit dieser Station. Meistens ist es langweiliger als jetzt. Normalerweise benutze ich meine Waffe nur bei Zielübungen. Als ich aufgewacht bin, hat jemand namens Miranda über Funk mit mir gesprochen. Der Kontakt brach ab, kurz bevor ich Sie getroffen habe. Miranda Lawson ist der leitende Offizier der Station. Sie hat das Lazarus-Team befehligt. Es war ihr Job, sie ins Leben zurückzuholen, koste es, was es wolle. Hätte mir denken können, dass sie versucht, sie zu retten. Sie wird sie jetzt bestimmt nicht aufgeben. Sie sagten, der Kontakt sei abgebrochen. Haben Sie eine Idee, was genau passiert sein könnte? Es gab Schüsse und eine Explosion, direkt bevor ich sie verloren habe. Sie kann durchaus selbst auf sich aufpassen. Trotzdem hoffe ich, dass sie in Ordnung ist. Sie sagten, mein Wiederaufbau habe 2 Jahre gedauert. Wie schlimm waren denn meine Verletzungen? Ich bin kein Arzt, aber es war echt übel. Als ich sie das erste Mal gesehen habe, waren sie nur ein Haufen Fleisch mit Schläuchen. An jedem anderen Ort hätte man sie nur noch in einen Sarg geschaufelt. Aber nicht beim Lazarus-Projekt. Neueste Technologie. Was können Sie mir über das Projekt erzählen? Gab es andere Testsubjekte? Das Lazarus-Projekt hatte nur ein Subjekt. Es ging ausschließlich darum, sie zurückzubringen. Nur sie. Selbst das war eine gewaltige Aufgabe. 2 Jahre. Die besten Wissenschaftler. Und die beste Technologie, die man für Geld kaufen kann. Was meinen Sie damit? Klonen? Kybernetik? Die Einzelheiten kenne ich nicht. Da müssen Sie die Wissenschaftler fragen. Aber ich bin ziemlich sicher, dass Sie kein Klon sind. Man wollte Sie genauso zurückbringen, wie Sie vorher waren. Sie sind immer noch Sie selbst. Vermutlich nur ergänzt durch ein paar neue Teile hier und da. Wissen Sie irgendwas über diesen Angriff? Wer steckt dahinter? Und worum geht es dabei? Keine Ahnung. Ich wollte gerade ein Nickerchen machen und dann... Bumm! Mehrere Explosionen. Und dann eröffnet plötzlich jeder Mech auf der Station das Feuer. Auf uns. Ich vermute, die haben hier jemanden eingeschleust. Man braucht die oberste Sicherheitsfreigabe, um alle Mechs hacken zu können. Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist die Explosion der Normandy. Hat sonst noch jemand überlebt? Fast alle sogar. Aber einige Servicemen aus den unteren Decks kamen nicht mehr raus. Jenkins. Presley fiel einer Explosion zum Opfer. Aber alle anderen, auch die, die nicht zur Allianz-Crew gehörten, die Asari, Liara und die Quarianerin, sind lebend rausgekommen. Wissen Sie, was die heute so machen? Nein, weiß ich nicht, Commander. Es ist 2 Jahre her. Sie haben weitergelebt. Die Allianz verlassen. Sie könnten überall sein. Ihr hört ja schon... Wie gesagt, ihr hört hier, das passt alles sehr gut aufeinander, stimmlich. Also dass man sieht, dass das gute Sprecher sind. Und dass das auch mit der Synchro gut geschnitten ist. Ja, und jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, weil es gerade wieder reingekommen. Ist egal, machen wir erstmal so weiter. Sie waren mein Team. Wenn Sie wüssten, dass ich am Leben bin, würden Sie zurückkommen. Vielleicht können Sie sie ausfindig machen, wenn wir die Station verlassen haben. Falls wir die Station jemals verlassen. Ja, dann verschwinden wir. Was ist der schnellste Weg zu den Shuttles? Kommt drauf an, wo die meisten Mechs sind. Vermutlich ist es am besten, wenn wir... Test! Test! Ist jemand auf dieser Frequenz? Lebt da draußen noch jemand? Hallo? Wilson, hier ist Jacob. Commander Shepard ist bei mir. Wir haben gerade eine Welle von Mechs im D-Flügel erledigt. Shepard lebt? Wie zum Teufel? Ach, egal. Sie müssen ihn da rausbringen. Gehen Sie zu den Wartungstunneln und dann Richtung Netzwerk-Kontrollraum. Verstanden, Wilson. Bleiben Sie auf dieser Frequenz. Ich erinnere mich an einen Wilson. Er hat mich untersucht, als ich mal kurz aufgewacht bin. Das ist richtig. Er ist der Leitende der Medizintech. Und da steht direkt Miranda. Kommen Sie. Die Wartungstunnel sind da entlang. Alles klar. Da entlang, ich habe nicht gesehen, in welche Richtung er gezeigt hat, aber ich nehme an, da. So, jetzt gucke ich aber hier noch, da liegt noch was. Das Lazarus-Projekt tritt in Kürze in seine letzte Phase ein. Es hat fast 2 Jahre gedauert, aber wir haben es geschafft. Commander Shepard lebt. Das ist die erstaunlichste medizinische Leistung in der Geschichte. Vielleicht zeigt Miranda jetzt endlich etwas Anerkennung für meine Leistungen. Ich
weiß auch nicht, ich muss gerade mal was gucken. Nee. Es gibt unterschiedlich große Munition, das habe ich auch immer noch nicht kapiert, obwohl ich schon durch bin. Aber egal. Ja, wie gesagt, hier habt ihr gleich leider zwei Stimmen. Ich liebe den Charakter, deinen Jacob, aber ihr habt genauso wie bei dem Erik Scheffler hier auf dem Commander, sind keine wirklich tollen Stimmen, die auf die Charaktere passen, aber egal. Kann man nichts machen. Hauptsache hier irgendwas drauf. Dieser Raum ist voller Max. Die ganze Station ist voller Max. Ich gebe wirklich mein Bestes. Fuck you. Na gut, ich habe ja dank Easy 60 Schuss. Wilson, Sie müssen für uns einen anderen Weg hier rausfinden. Vorzugsweise einen, der nicht direkt zu einer feindlichen Einheit führt. Gehen Sie einfach weiter Richtung Kontrollraum. Lassen Sie sich nicht in die Enge treiben. Ich tue mein Bestes. Oh, super. Serverraum B, schnell! Sie sind völlig außer Kontrolle! Die Treppen rauf, Scheppe! Ja, ich bin unterwegs. Komm du erstmal nach. Shepard, hier unten! Die Schweine haben mir ins Bein geschossen! Sie waren da, als ich zum ersten Mal das Bewusstsein wiedererlangte. Ja, das war ich. Können wir bitte erst darüber reden, wenn mein Bein versorgt ist? In der Notfallstation da drüben Nein. müsste Medigel sein. Hoffentlich reicht es, um ihn wieder auf die Füße zu stellen. Holen Sie das Medigel aus der Notfallstation an der Wand! Nee, wir können das nicht, weil der Shepard immer das Talent hat, erstmal Leute vollzulabern, bevor er irgendwas anderes macht. Er ist schwer verwundet. Er braucht Hilfe. Ja. Achso. Nein. Wir wollen. Wo ist es denn? Wir können hier nicht raus, bevor wir Wilson. Wilson ist erst transportfähig, wenn seine Wunde geheilt. Okay, das ist meine Pistole. Warum bitte? Wo ist denn bitte das Gel? Saugt kinetische Barriere des Feindes auf Munition. Schleicht Reflexe. Heilt. Verwundet und... Ich weiß nicht, warum ich es nicht auswählen kann. Sorry. Müssen wir halt einen Moment warten. So, jetzt aber. Geht doch. Danke, Shepard. Hätte nicht gedacht, dass Sie mir mal das Leben retten. Damit sind wir dann wohl quitt. Ich dachte, ich könnte die Sicherheitsmax vielleicht runterfahren. Aber wer immer hier war, hat das ganze System geröstet. Da geht gar nichts mehr. Wir haben nicht gefragt, was Sie gemacht haben. Warum haben Sie überhaupt eine Freigabe für die Sicherheitsmax? Sie haben im Bioflügel gearbeitet. Haben Sie nicht zugehört? Ich kam hierher, um die Sache in Ordnung zu bringen und außerdem wurde ich angeschossen. Wie wollen Sie das erklären? Ja, am Anfang war ich mir nicht sicher beim ersten Mal spielen, ob ich überhaupt irgendwem von denen vertraue. Also da fand ich das hier ganz angebracht, was hier steht. Außerdem wurde ich angeschossen, wie wollen Sie es erklären? Mir ist egal, wer wen hintergangen hat. Diese Max schießen auf uns alle. Wir klären das später. Wir müssen erst Miranda finden. Wir können sie nicht einfach zurücklassen. Vergessen Sie Miranda. Sie war drüben im D-Flügel. Der Sektor war voller Max. Das kann sie unmöglich überlebt haben. Ein paar Max schaffen Miranda nicht. Sie lebt noch. Und wo ist sie dann? Warum haben wir nichts von ihr gehört? Es gibt nur zwei mögliche Erklärungen. Sie ist entweder tot... Oder sie hat uns verraten. Sie versuchte mir zu helfen. Wir können ihr nicht helfen. Vielleicht, vielleicht nicht. Ich kenne sie nicht lang genug, um ihr zu trauen. Das Projekt war praktisch Mirandas Baby. Sie würde es niemals sabotieren. Okay, vielleicht hat sie uns nicht verraten. Aber das ändert nichts an den Tatsachen. Wir sind hier, sie ist es nicht. Wir müssen uns selbst retten.
Die Shuttlebucht ist nur ein paar... Heilige Scheiße! Wir können die Behälter überlasten, um einen Weg zu den Shuttles freizuräumen. Meine Max wissen nicht, wann sie aufhören müssen. Ja, fordert immer Unterstützung an. Oh, ich kann übrigens... Also irgendwie bin ich jetzt gerade schon wieder zu blöd irgendwie. Pass mal auf, mach mal so. Ich habe ja noch einen da drin. Ja. Was mache ich denn bitte jetzt schon wieder falsch? Ach so. Er hat die Überlastung. Alles klar. Es reicht. Verschwinden wir von hier. Ja, das sieht jetzt aus, als wenn ich noch gar nicht gespielt hätte, ne? Wir haben sie erledigt. Ein bisschen. Aber langsam wird's eng. Shepard, wenn ich Ihnen sage, für wen wir arbeiten, vertrauen Sie mir dann? Das ist jetzt wirklich der falsche Zeitpunkt, Jacob. Wir schaffen es nicht, wenn er mit einem Schuss in den Rücken rechnet. Wenn Sie den Boss verärgern, riskieren Sie Ihren Arsch dabei, Jacob. Das Lazarus-Projekt. Das Programm, das Sie wiederhergestellt hat. Finanziert und kontrolliert wurde es von Cerberus. Als ich ein Spectre war, habe ich mehrere Cerberus-Projekte zerstört. Ich sollte dafür mit dem Leben bezahlen. Woher der plötzliche Sinneswandel? Die Antwort darauf übersteigt meine Sold-Gruppe. Aber im Prinzip, naja, die Dinge ändern sich. Die Allianz hat sie für tot erklärt. Sie hat sie aufgegeben. Cerberus hat ein Vermögen ausgegeben, um sie zurückzubringen. Also, ich wäre auch misstrauisch. Aber jetzt müssen wir zusammenarbeiten. Ich dachte, Sie verdienen es, Bescheid zu wissen. Sobald wir von der Station runter sind, bringe ich Sie zum Unbekannten. Er wird Ihnen alles erklären. Versprochen. Ja, jetzt kannst du nämlich hier die ganze Zeit... Ja gut, wir könnten noch nach dem Unbekannten fragen, können wir gleich einmal nachhaken, aber du kannst jetzt die ganze Zeit sagen, permanent in einer Tour, ich gehe nicht zu Cerberus, Cerberus ist scheiße. Zum Unbekannten? Ist der für all das verantwortlich? Ja. Natürlich heißt er nicht wirklich so. Niemand weiß, wer sich dahinter verbirgt. Es war ein Codename der Allianz für ihn. Und der ist ihm dann irgendwie geblieben. Ja, der ist auch sehr hochwertig. Gut, gehen wir. Also gut, wenn ich hier keine Antworten mehr kriege, sollten wir uns auf den Weg machen. Es ist nicht mehr weit bis zur Shuttlebucht. Gut, aber wir möchten uns da trotzdem mal umgucken hier. Ja, können wir noch was. Das ist eine Sache, die finde ich geil. Die wünsche ich, gebe es bei Andromeda auch. Ich liebe das. Diese, da kriegen wir auch noch mehr von zu sehen. Also ihr kriegt da noch mehr von zu sehen. Das ist so ein Ding, was ich richtig geil finde, dieses Hacken hier. Ich werde das übrigens nicht jedes Mal schaffen. Das heißt nicht, dass ich gut da drin bin, ne? Also jetzt beim ersten kann man ja fast nichts falsch machen, aber... Ihr wisst schon... So. Sie haben uns gesehen. Ja, was? Fordere Unterstützung. Leite Energieversorgung. So. Heb Feinde hoch, ja, bla bla bla. Mach das ruhig. Tot? Was ich auch sehr umständlich finde hier, ist das über was rüberspringen. Das ist, weil du da immer erst vorhocken musst, damit du einen Sprung drüber machen kannst. Das finde ich nicht so gut. Finde ich nicht so gut, aber gut, das ist halt... Ich bin schon gespannt, wie es dritte ist, weil das genau so zwischen... Ja, weil das 5 Jahre nach dem ersten ist und 5 Jahre vor dem dritten, vor dem Andromeda und so. Das fand ich dann, freue ich mich schon drauf, auch wie das grafisch dann aussieht. Da bin ich schon sehr positiv. Oh. So, ich kann eigentlich auch was einstellen bei mir. Beschleunigte Reflexe, wodurch die Zeit
bla bla bla, finde ich nämlich nicht so gut. Saugt den kinetischen Barriere des Feindes Energie ab. Das ist eigentlich meine. Das war mir jetzt klar, dass ich das daneben mache, aber ich will wissen, ob ich es danach immer auf dem Knopf habe, auf dem L-Knopf. Weil irgendwas hatte ich da immer. So, schon wieder was zum Hacken. Das, ja, gut. Also, am Anfang habe ich überhaupt nicht kapiert, was sei, aber erklärt ja auch gar keiner, was das ist, wie man das machen soll. Auf die roten Felder dürft ihr nicht kommen. Ich bin jetzt, Entschuldigung, ich bin jetzt gerade hier drauf konzentriert, so. Immer versuchen vorbeizugehen, schaffe ich auch nicht immer, ist nicht so schlimm. Man hat da glaube ich drei Versuche, jeweils drei rote Felder könnt ihr abkriegen und ihr könnt auch genauso gut dreimal das Falsche antippen. So, da haben wir noch eine Version von dem Hacken. Die finde ich sogar noch geiler. Ja, absolut, das ist hier voll mein Ding so. Kann ich voll drauf. Na gut, die haben jetzt. Oh, Alter, jetzt natürlich Zeit bei dem ersten Ding, ne? So. Auch da gibt's wieder was für. Meistens gibt's da Geld für, oder? Das Testsubjekt wurde geborgen. Aber der Schaden ist weitaus schlimmer als ursprünglich befürchtet. Außer den zu erwartenden Verbrennungen und inneren Verletzungen infolge der Explosion hat das Subjekt durch längeres Verweilen im luftleeren Raum bei Minusgraden erhebliche Zellschäden erlitten. Trotz des Ausmaßes des physischen Traumas versichert mir Wilson, dass das Subjekt wiederhergestellt werden kann. Das Lazarus-Projekt läuft wie geplant weiter. Okay. Da haben wir nochmal eine Info, die hätten wir auch eventuell ausgelassen. Man muss sich hier in dem Spiel halt überall umgucken. Man muss sich in jedem Mass Effect immer mal überall umgucken. Macht Sinn. Ist ja auch ein RPG. Solltet ihr nicht auslassen, weil ihr wollt ja alle Info haben und ihr wollt ja nicht nur durch die Gegend rennen und ballern, sondern ihr wollt auch was von der Story mitkriegen, ne? So ist das. So, dann gehen wir gleich in die nächste Tür. Los, hier entlang. Wir sind fast bei Miranda. Aber sie waren doch... Ups. Tot? Was zum Teufel machen Sie da? Mein Job. Wilson hat uns alle hintergangen. Ich wusste, dass er lügt. Nennen Sie das ordnungsgemäß? Sie können ihn nicht befragen. Ist alles so ultra hier in dem Spiel so, also, oder nicht in dem Spiel, jetzt die Person, die er ist. Es ist auch immer ein bisschen mit der Person so ein bisschen. So ein bisschen stocksteif alles. Okay, aber wir sind ja hier auf der Flucht, deswegen, was geschieht jetzt? Was ist unser nächster Schritt? Wir steigen ins Shuttle und starten. Mein Boss will mit Ihnen reden. Sie meinen den Unbekannten? Ich weiß, dass Sie für Cerberus arbeiten. Ach, Jacob. Ich hätte wissen müssen, dass Ihr Gewissen Sie übermannt. Den Commander anzulügen ist keine gute Methode, um ihn auf unsere Seite zu ziehen. Nun, da wir ohnehin gerade alles offen ausbreiten, haben Sie vielleicht sonst noch irgendwelche Fragen, bevor wir starten? Also Jacob, finde ich geil, weil der ist halt, der ist auch so ein bisschen so, ich habe es nicht geschafft, an den ranzukommen. Obwohl ich benutze ihn die ganze Zeit und ich habe versucht, auch immer in den Gesprächen so zu sein, dass wir fett werden als Freunde. Aber der lässt nicht so wirklich, wie ihn an sich handelt, aber dafür ist er auch ultra, ehrlich und direkt. Das ist natürlich geil. So, wir können jetzt hier wieder die Sachen abhören noch. Sie sind die Leiterin des Lazarus-Projekts, richtig? Stimmt. Ich habe 2 Jahre meines Lebens in dieses Projekt investiert. In Sie. Was will Cerberus von mir? Das sollten Sie den Unbekannten fragen, wenn Sie ihn treffen. Er hat nahezu unbegrenzte Mittel für Lazarus zur Verfügung gestellt. Offensichtlich hat er etwas mit Ihnen vor. Und wir gerade so wunderschön gesehen haben, das möchte ich auch gleich nochmal ansprechen. Weil also Mass Effect Fans anscheinend genauso viel Ahnung von irgendwas haben wie Resident Evil Fans, nämlich einfach nur fixiert darauf sind, dass sie das haben, was sie vorher auch hatten. Ihr seht auf den Gesichtern, wenn ihr sich unterhalten, seht ihr auch diese gleichen Licht- und Schattenfalten, nenne ich es jetzt einfach mal, die das alles ein bisschen bescheuert aussehen lassen. So. Lazarus-Projekt hatten wir gerade, Flugziel. Zu einer anderen, seht das? Also wie der Schatten fällt und das Licht. Wie die Lippen, das sieht aus, als wenn er eine Taschenlampe unter den Lippen hält. Das habt ihr ja bei dem anderen Spiel auch schon, was ich vorher schon gespielt habe, schon gesehen bei dem Vieh, Andromeda. Ist eigentlich auch diese komischen Gesichtsglitch und sowas, das ist hier bei, ich glaube, das ist bei jedem Mass Effect Spiel. Ich glaube auch nicht, dass 3 da eine Ausnahme macht, wo ich es nicht sagen kann, weil ich da erstmal spielen muss. Das ist das einzige Shuttle, das die Station verlässt. Aber wenn Sie bleiben und zusammen mit den Mechs verrosten wollen, bitte sehr.
Blöde Zicke. Was ist mit dem Rest der Stationsbesatzung? Das ist die Evakuierungszone. Wenn sie jetzt nicht hier sind, kommen sie auch nicht mehr. Wir können nicht weg, ohne absolut sicher zu sein. Wir müssen zurück und nachsehen. Kapieren Sie es nicht? Gerettet muss hier nur einer werden, und zwar Sie. Alle anderen sind entbehrlich. Expendable. Sie hat recht. Wir kannten alle die Risiken, als wir uns gemeldet haben. Ohne Sie hat das alles keinen Sinn. Wie praktisch, dass Sie erst hier aufkreuzen, als wir gerade gehen wollen. Wo waren Sie während des Angriffs? Abgesehen davon, Ihr Leben zu retten? Wilson hat rausgefunden, dass ich Ihnen geholfen habe und eine ganze Armee Max auf mich gehetzt. Ich kam hierher so schnell ich konnte. Womöglich ein wenig zu schnell, wenn Sie Wilson fragen. Ja, gut. Ich habe für den Rest meines Lebens genug von dieser Station. In Ihrem Fall sind es sogar zwei Leben. Gehen wir. Ja, sehr schöne Videos bekommen wir zu sehen. Das hat er ja auch schon gewohnt von dem, was ich vorher aufgenommen habe bei dem Andromeda. Das wird wohl auch in allen Mass Effect Spielen so sein. Ich mag das, dass man auch öfter mal in den... Müssen wir noch ein paar Fragen zur Beurteilung Ihres Zustands klären. Was? Muss das jetzt sein? Wir hätten eigentlich wochenlange Tests durchführen sollen, um den Erfolg von Projekt Lazarus zu bestätigen. Jetzt müssen eben ein paar Fragen während des Shuttleflugs reichen. Okay. Den Unterlagen zufolge sind Sie auf der Erde aufgewachsen. In schlechtem Milieu, ohne Eltern. Sie haben sich zum Militär verpflichtet und den Angriff eines Dreschlons überlebt, dem der Rest Ihres Teams zum Opfer gefallen ist. Erinnern Sie sich daran? So, um den Satz zu Ende zu machen, bevor ich da nichts mehr sage und wir diesen Kram hier weitermachen. Es ist ganz schön, das mochte ich bei dem anderen auch schon, dass man ab und zu hier mal in Vehikeln drin sitzt, in Schiffen oder was auch immer. Und dann auch mal, also dass der Blick aus dem Fenster und sowas rausgeht, das finde ich immer ganz toll. Das ist was, was ich, keine Ahnung, warum ich sowas gut finde, wahrscheinlich, weil ich es echt auch gut finde, irgendwo zu sitzen, auf einer Rückbank gefahren zu werden und es regnet draußen, man guckt aus dem Fenster, ich weiß es nicht warum. Das macht halt alles ein bisschen interessanter. Haben sie sehr gut gemacht, die Mass Effect Reihen, Kreativgeister, wie auch immer. So, der Dreschlon, den haben wir überlebt, unser Team nicht. Wie war diese Erfahrung denn? Ich weigere mich zu sterben. Kapiere ich nicht. Wir sind hier fertig, heißt, beantworte ich dir nicht. Und es war schmerzhaft, war, es tat wohl weh, dass das Team gestorben ist. Also nehmen wir das. Ich habe an dem Tag viele Freunde verloren. So ein Erlebnis verändert dich. Und es kann dich zerbrechen, wenn du es zulässt. Ich habe den Bericht gelesen. 50 Marines sind auf Akkus gefallen. Nur sie nicht. Zufrieden, Miranda? Fast. Versuchen wir es mit was Aktuellerem. Wormeyer, wo sie Sarens Klonanlage zerstört haben. Sie mussten ein Mitglied ihrer Gruppe zurücklassen, das bei der Explosion gestorben ist. Leutnant Kaidan Alenko ist im Einsatz gefallen. Sie waren dafür verantwortlich. Warum haben sie ihn zurückgelassen? Auch hier wieder können wir das abblocken oder das oder tot. Also hätte er das nicht zu verantworten gehabt, dann wären wahrscheinlich mehr gestorben oder so. Ich habe das erste Spiel noch nicht durch, weil es mich langweilt, habe ich ja gesagt. Und eine schwere Entscheidung nehmen wir. Ich habe an diesem Tag eine Freundin in den Tod geschickt und das ist mir nicht leicht gefallen. Aber ich musste so viele retten wie möglich. Kaldan hat sein Leben für den Rest des Teams gegeben. Ohne ihn hätte ich Saren nicht aufhalten können. Er starb als Held. Ich verstehe, Commander. Ich wollte Ihre Entscheidung auch nicht anzweifeln. Jeder bei Cerberus weiß, dass die Klonanlage zerstört werden musste. Es gibt noch weitere wichtige Tests. Kommen Sie schon, Miranda. Schluss mit dem Quiz. Das Gedächtnis ist da und für Shepards Kampffähigkeiten kann ich persönlich bürgen. Vermutlich haben Sie recht. Hoffentlich akzeptiert der Unbekannte unseren kleinen Feldtest als ausreichend. Ja, sehr schön. So, jetzt werden wir natürlich hier weitere... Der Unbekannte wartet im Nebenraum auf Sie. Ja, gehen wir hin. Keine Sorge. Hier kann man auch noch reingucken. Ja, was die da so Schönes machen. Was können wir hier nochmal machen? Panzerung spielen, Ausrüstung modifizieren. Ja, da kommen wir auch später zu. Das ist jetzt heute nicht mehr Thematik. Für uns ist erstmal Thematik, hier jeden kennenzulernen. Da gehört auch der gute Unbekannte zu. Ja.
Commander Shepard. Der Unbekannte. Ich dachte, wir würden uns persönlich treffen. Eine notwendige Vorsichtsmaßnahme. Nicht ungewöhnlich für Leute, die das wissen, was Sie und ich wissen. Was genau wissen Sie und ich denn? Dass unser Platz im Universum weniger sicher ist, als wir glauben möchten. Michael Douglas. Sieht doch so aus, oder? Ein ganz besonderer Mann, womöglich alles ist, was zwischen der Menschheit und der größten Bedrohung unserer kurzen Existenz steht. Die Reaper. Schön, dass Ihr Gedächtnis noch funktioniert. Geht. Wie geht's Ihnen? Ja, Sie sind nicht mein Freund, passt gerade gar nicht zu der Sache zu. Weil er hat... Ja, ist auch egal. So, ich kann jetzt sagen zur Sache hier, ich brauche Ihnen nicht sagen, wie es mir Dings geht, aber wir sind erstmal, wir sagen nicht schlecht. Mir sind ein paar Upgrades aufgefallen. Hoffentlich haben Sie nichts wirklich Wichtiges ersetzt. Oh, der Pimmel ist noch an, oder? Sie so weit wie möglich unverändert zu lassen. Ich brauche Sie, Shepard. So wie Sie beim Sieg gegen die Sovereign war. Was machen die Reaper, dass Sie dazu veranlasst hat, mich zurückzubringen? Wir sind im Krieg. Niemand will es zugeben, aber die Menschheit wird angegriffen. Während sie geschlafen haben, sind ganze Kolonien verschwunden. Kolonien der Menschen. Wir glauben, dass jemand dahinter steckt, der für die Reaper arbeitet. So wie Saren und die Geth für die Sovereign gearbeitet haben. Sie haben es selbst gesehen. Sie haben alle besiegt. Das ist nur ein Grund, warum wir sie ausgewählt haben. Wenn es sich um eine Bedrohung der Menschheit handelt, müssen Sie die Allianz mobilisieren. Die Allianz ist durch die Verantwortung, die Sie ihr aufgebürdet haben, überfordert. Sie ist zu sehr damit beschäftigt, Beziehungen aufzubauen, um Ressourcen in die Verifizierung der Reaper-Bedrohung zu stecken. Es ist leichter, Söldnern und Piraten für die Entführungen die Schuld zu geben. Und praktischer. Ja, wir können hier den ganzen Kram durchklicken. Passt gar nicht zu Cerberus. Warum beschäftigen Sie sich mit der Sache? Unsere Aufgabe ist die Weiterentwicklung und die Erhaltung der Menschheit. Wenn die Reaper uns zu Zielen erklären und auslöschen wollen, wird Cerberus sie aufhalten. Wenn wir darauf warten, bis die Politik oder die Allianz handelt, sind keine Kolonien der Menschen mehr übrig. Die Sovereign wollte das gesamte Leben in der Galaxie auslöschen. Warum sollten es die Reaper auf ein paar Kolonien der Menschen abgesehen haben? Hunderttausende Kolonisten sind verschwunden. Ich finde, das kann man schon als Auslöschen bezeichnen. Niemand achtet darauf, weil die Angriffe scheinbar zufällig und in abgelegenen Gegenden stattfinden. Ich weiß nicht, warum plötzlich die Menschheit ihr Ziel ist. Vielleicht haben sie ihre Aufmerksamkeit erregt, als sie einen von ihnen getötet haben. Ein Krieg passt gar nicht zu Cerberus. Warum beschäftigen Sie sich mit der Sache? Unsere Aufgabe ist die Weiterentwicklung. Hä? Wenn die Reaper uns, wenn wir darauf warten, dass die Politik oder die Allianz handelt, jetzt ist das oben. Kolonien der Menschen mehr übrig. Egal. Für die Kosten meiner Wiederherstellung hätten sie eine ganze Armee ausbilden können. Sie sind einzigartig. Nicht nur wegen ihrer Fähigkeiten oder Erfahrungen, sondern wegen dem, wofür sie stehen. Sie sind in einem entscheidenden Augenblick für die Menschheit eingetreten. Sie sind mehr als ein Soldat. Sie sind ein Symbol. Ich weiß zwar nicht, ob Reaper Angst haben können, aber sie haben einen von ihnen getötet. Davor müssten sie Respekt haben. Wenn sie hinter den Reapern her sind, zeigen sie mir einfach die richtige Richtung. Miranda war der Ansicht, dass sie sich weigern würden. Und sie hat selten Unrecht. Es steht ein Shuttle bereit, um sie nach Freedom's Progress zu bringen. Der letzten Kolonie, die entführt wurde. Ja, auch dieses Glitschige ist anscheinend in jedem Spiel drin, bis jetzt. Habe ich eine Wahl? Ich soll ihnen vertrauen? Was werde ich Ihrer Ansicht nach dort finden? Wenn ich das wüsste, müsste ich Sie nicht hinschicken. Finden Sie so viele Hinweise wie möglich. Wer entführt die Kolonisten? Gibt es eine Verbindung zu den Reapern? Ich habe sie zurückgebracht. Für den Rest sind Sie zuständig. Ja, das war der Unbekannte. Sehr cool gemacht. Der Typ. Der Michael Douglas.
Gehen wir mal wieder zu unseren Mitgliedern. Ich bin froh, dass der Unbekannte Sie davon überzeugt hat, sich uns anzuschließen, Commander. Ich will nur herausfinden, was mit den Vermissten geschehen ist. Cerberus vertraue ich noch immer nicht. Ich nehme es zur Kenntnis. Vertrauen Sie mir, Commander? Sie sind ein guter Mann, Jacob. Aber Sie arbeiten vielleicht für die falschen Leute. Mag sein. Aber das habe ich in meiner Zeit bei der Allianz auch immer gedacht. Deshalb bin ich jetzt hier. Wissen Sie etwas über die Kolonie, zu der wir unterwegs sind? Sie heißt Freedom's Progress. Viel mehr weiß ich auch nicht. Aber das kriegen wir alles raus, wenn wir dort sind. Sie sagten, Sie hätten in der Allianz gedient? Insgesamt 5 Jahre lang. War überall in der Galaxie stationiert. Hab sogar ein paar Jahre als Korsar verbracht. Von Korsaren habe ich noch nie gehört. Eine Unternehmung der Allianz. Unabhängige Raumschiff-Captains wurden für Missionen angeheuert, die nicht in die offizielle Zuständigkeit der Allianz fielen. Offiziell gehörten wir gar nicht zur Allianz. Hätte man uns erwischt, hätte sie leugnen können, uns überhaupt zu kennen. Wir unterlagen angeblich keinerlei Beschränkungen und Regeln. Aber der Amtsschimmel wieherte trotzdem so laut, dass man sein eigenes Wort nicht mehr verstand. Ich habe am Ende einfach aufgegeben. Warum haben Sie sich Cerberus angeschlossen? Ich hatte es wohl einfach satt, dass ich nie etwas bewirkt habe. Viele der Aktionen der Allianz erschienen mir so sinnlos. Ich dachte, nach dem Angriff auf die Citadel würde sich alles ändern. Der alte Rat war tot und die Menschen übernahmen die Kontrolle über den neuen. Aber nichts hat sich geändert. Politik, Bürokratie, dieselbe Scheiße nur mit neuen Anführern. Cerberus ist ganz anders. Wenn Kolonien sich nicht mehr melden, wird keine Kommission einberufen, die dann einen Bericht schreibt, um das Vorgehen zu besprechen. Wir gehen einfach hin und finden's raus. Ja, dann haben wir den durch. Das ist vorerst alles. Jawohl, Sir. Auch da in der Beziehung ist er auch so, der ist so richtig so. Ich habe den Auftrag, ihn zu dienen. Also bin ich da auch ganz geradeaus so, wie ich meine Sachen machen soll. Also so loyal. Also der ist richtig geil gemacht, der Charakter. Also sehr. Der Unbekannte ist von Ihnen sehr beeindruckt. Ich bin wirklich gespannt, ob Sie bei dieser Mission seine Erwartungen erfüllen können. Nicht vergessen, wer der Boss ist. Danke für die Wiederbelebung. Ja, okay, ich mag die zwar nicht besonders leiden, aber... Ich hatte noch keine Gelegenheit, meinem Dank dafür Ausdruck zu verleihen, was das Lazarus-Projekt für mich getan hat. Ich hoffe nur, dass es den Aufwand wert war. Viele haben auf der Station ihr Leben verloren. Gibt's hier ein Problem? Was ist Ihr Problem? Wir müssen keine Feinde sein. Ja, wäre auch dumm, da Sie... was auch immer. Was ist Ihr Problem? Sind Sie immer so zickig oder liegt es an mir? Vor Ihren Fähigkeiten habe ich ehrlichen Respekt, Shepard. Ich mache mir nur Sorgen wegen Ihrer Beweggründe. Ich glaube an das, wofür Cerberus steht. Nur die Zeit wird zeigen, ob Sie für unsere Sache ein Gewinn oder ein Risiko darstellen. So, auch hier gibt es zu Ihren persönlichen Sachen wieder was zu fragen. Das nehmen wir natürlich immer alles mit. Was können Sie mir über die Kolonie sagen, die wir ansteuern? Freedom's Progress? Eine typische Menschenansiedlung in den Terminus-Systemen. Sie hat eine kleine militärische Truppe zum Schutz, unterstützt von Mechs und Sicherheitsdrohnen. Rundum durchschnittlich, wirklich. In keinster Weise bemerkenswert. Bis zu dem Verschwinden. Irgendeine Idee, was uns dort möglicherweise erwartet? Jede Menge leere Gebäude und ein riesiges Fragezeichen. Ich würde gerne von verantwortlicher Stelle etwas mehr über das Lazarus-Projekt erfahren. Ich war nicht verantwortlich. Das war der Unbekannte. Hätte ich das Sagen gehabt, wäre einiges anders gelaufen. Was hätten Sie denn anders gemacht? Als erstes hätte ich Ihnen sowas wie einen Kontrollchip eingepflanzt. Aber der Unbekannte hat das nicht genehmigt. Er hat befürchtet, das könnte Ihre Persönlichkeit beeinflussen. Ihren Charakter verändern. Er hat nichts zugelassen, was ihr Potenzial in irgendeiner Weise hätte einschränken können. Ja, gut, dass er der Boss war. Ich kann nicht behaupten, dass mir die Idee zusagt, mit einem Kontrollchip im Gehirn ins Leben zurückgebracht zu werden. Der Unbekannte geht mit Ihnen ein gewaltiges Risiko ein. Ich hoffe nur, dass es sich auch auszahlt. Erzählen Sie mir etwas von sich. Zweifel an meinen Qualifikationen? Ich kann einen Mech mit meinen Biotiken erledigen oder ihm auf 100 Meter den Kopf wegschießen. Sie können sich's aussuchen. Ich brauche mehr als das. Manche Sachen. Meine Lieblingsantwort ist immer noch von Dings, Alter. Mit diesen Stimmen aus dem ersten Spiel, wo du die Option hast. Schluss mit dem Heldentum.
Oh, das beste Gespräch. Das beste Videospielgespräch zwischen Chuck Saul, wie sie ausgesprochen hat, Chess Call oder wie auch damals ausgesprochen wird, Jenkins und ihm hier. Da mache ich irgendwann auf meinem Kanal was draus. Alter Schwede. Ja, ist auch geil. Haben Sie und Jacob gemeinsam in der Allianz gedient? Nein. Der Unbekannte hat mein Potenzial erkannt und mich schon in jungen Jahren rekrutiert. Wie alt waren Sie da? Alt genug, um zu wissen, dass es genau das war, was ich wollte. Es ist offensichtlich, dass Sie an einem Gespräch nicht interessiert sind. Wir haben einen Auftrag. Wir können darüber reden oder ihn einfach erledigen. Ja, machen wir alles allein. Los. Gut, damit hätten wir nämlich das erste hier auch geschafft und würden dann nämlich mit diesem wunderschönen Bildschirm, Mission-Complete-Bildschirm, den kriegen wir nach jeder großen und kleinen Mission, also Haupt- und Nebenmission, glaube ich, quasi ins nächste Kapitel starten. Das wäre dann quasi dieses Freedom's Progress. Und wenn wir da landen, dann würde ich speichern und dann war es das Einstiegsvideo für Mass Effect 2. Ja, das ist ja auch, ja gut, kennt er ja alles wahrscheinlich. Sehr schön gemacht, immer mit diesen Landesequenzen. Ich würde es zwar geiler finden, wenn man das nicht in so einer Computergrafik sehen würde, sondern wie richtig das Raumschiff landet, aber ist ja geil. Der Unbekannte hat uns Ihrem Kommando unterstellt. Haben Sie Befehle für uns? Was haben Sie in den anderen Kolonien gefunden? Nichts. Keine Hinweise auf einen Angriff, keine Leichen. Nicht mal eine Spur ungewöhnlichen genetischen Materials. Sie verschwinden einfach alle. Und wir haben nichts, dem wir nachgehen könnten. Sind Sie sicher, dass Sie kein Problem damit haben, meine Befehle zu befolgen? Wir haben Sie nicht von den Toten zurückgebracht, um jetzt an Ihnen zu zweifeln, Commander. Wenn der Unbekannte sagt, dass Sie das Kommando haben, dann ist das auch so. Warum glauben Sie, dass diese Untersuchung neue Erkenntnisse zutage fördert? Bei den anderen Kolonien waren die offiziellen Behörden zuerst vor Ort. Manchmal auch Plünderer oder Bergungsteams. Wir hoffen diesmal die Ersten zu sein. Vielleicht finden wir Hinweise, bevor jemand anderes alles durcheinander bringt. Wir sind hier, um zu suchen. Jemand könnte noch leben. Oberste Priorität hat die Suche nach Überlebenden. Das ist unwahrscheinlich, Commander. In den anderen Kolonien war niemand mehr. Sie waren vollständig verlassen. Es wäre schön, jemanden zu finden. Alles ist besser als noch eine Geisterstadt. Tja, wollen wir mal das Beste hoffen. Da landen wir. Schön bei Schnee. So. Natürlich, anscheinend braucht man hier, kann man hier die Luft atmen. Das ist ja ganz praktisch. Laden wir nochmal nach und dann würde ich sagen, speichern wir und dann war es das für heute. So. Einen neuen Spielstand. Ja, was ist denn mit den alten? Das finde ich gerade merkwürdig. Das muss ich gleich nochmal schauen. Ich hoffe, ihr habt meine alten Spielstände nicht überspeichert. Wäre sehr ärgerlich, finde ich. Dann wäre das Speichersystem richtig für einen Eimer. Aber das werde ich ja gleich sehen. Ich werde jetzt nämlich erstmal Tschüss sagen und euch wünschen, dass ihr eine gute Woche startet, weil heute bei mir gerade nämlich Sonntag ist und dass ihr euch die Tage dieser Woche und die Minuten nicht versäumt, sondern die eher genießen könnt, weil das Leben ziemlich kurz ist. Und ich hoffe, dann wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und hoffe, für euch war es auch keine Verschwendung, das Video hier zu sehen. Ne? Weil, wie gesagt, Zeit ist kostbar. Also, haut rein, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal bei welchem Mass Effect-Spiel auch immer. Ciao, ciao.